Heidi ho! Ach nee, eigentlich hatte ich ja so mittendrin ausgemacht, fällt mir gerade auf. Nein, da war rein. Ah, das sollte ich hier auf dem Steg nicht machen. Da macht er komische Sachen mit mir. Ja. Was wollte ich gemacht haben? Ich wollte die Karte komplettiert haben. Deswegen ein Shanty, eine Flaschenpost. Ich gehe als erstes wieder zu dem Shanty hin. Genau. Natürlich erstmal wieder schön den Weg rausfinden, wo man hier lang muss, wo man hier lang kann. Dann natürlich auch hoffen, dass ich das Shanty einsammle. Warum ich euch gerade wieder begrüßt habe, ich habe beim letzten Mal einfach ausgemacht, irgendwie fing meine Nase dann ständig an zu laufen und dafür ständig zu pausieren ist dann auch blöd und deswegen habe ich jetzt so ein kurzes Pauschen gemacht. Ein Päuslein eingelegt. Jetzt geht es hoffentlich besser. Und mal gucken, ob ich doch noch irgendwo zu dem Shanty hinkomme. Ich laufe hier irgendwie schon wieder weg. Aber ich habe da auch nicht so wirklich einen Weg gesehen gehabt, wie ich hinkomme. Aber ich glaube, ich laufe jetzt wirklich gerade sowas von falsch. Edward? Mit den Scherenhänden. Fast, ja. Den habe ich auch schon mal gebracht. Der ist mir gerade ziemlich präsent, wo ich ihn bringe. Okay, wo geht es von hier aus ungefährlich weiter? Hier rüber. Na! Nein, 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 nein. Hier sollst du rüber. Dankeschön, genau. Und dann mal schön hier hochklettern. Weiterlaufen hier. Unten drunter, genau. Und dann laufen wir wieder schön. Laufen, 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 laufen. So, mein Handy hat sich auch mittlerweile beruhigt. Ich habe schon ganz viele Nachrichten bekommen heute. Um denen dann alle entfrustet sagen zu müssen. Tut mir leid, da kann ich nicht, da kann ich auch nicht, da auch nicht. Bin dann doch die nächsten Wochen schon ein bisschen verplant. Es geht auf Weihnachten zu. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir noch November, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Der Weihnachtsmarkt in Dortmund soll wohl heute eröffnet werden. Ah, und wo ich hier bin, erinnere ich mich gerade. An die Truhe, die wir nicht bekommen haben. Ja. Und schön ins Wasser rein. Genau. Schön schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich will mal gucken, ob ich die Truhe vielleicht von hier unten erreiche. Das Boot will ich jetzt gerade nicht benutzen. Das sah mir anders aus, als es aussieht. Es sah mir anders aus, als es aussieht. Das ist auch eine geile Aussage. So habe ich immerhin schon mal diese Truhe erbeutet. Aber hier ist irgendwo noch eine. Die Frage ist nur, wie kommen wir da ran? Weil ich muss irgendwo einen Weg finden, um hochzuklettern. Nein, darüber, Edward. Genau, schön hier rüber. Schön wagemutig, wie du es doch immer so schön machst. Und schön, schön. Und nicht vergessen, das Wort schön zu benutzen. Ja, wusste ich doch, da komme ich hoch. Nur hier komme ich jetzt gerade. An die Leiter will er nicht. Dann versuche ich es doch mal vorsichtig hier entlang. Mich hier hoch zu hangeln. Genau. Und dann... Nein, 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 nein. Ich muss wieder hoch. Ich habe es doch an der Seite gesehen. Einmal schön hier hoch. Hier hoch. Genau. Und
Hier hoch? Ja. Allerdings möchte ich dann jetzt... Funktioniert das? Ja, Edward zeigt mir schon, dass es funktioniert. Gut. Geht es weiter? Einmal hoch mit uns. Es ist jetzt die Frage... Ist sie hier unten, diese... Truhe? Muss ja wohl. Ich... Edward? Hängen, genau. Danke, dass du dich da festgehalten hast. Hängen, fallen lassen. Ja, das ging doch. So wie es aussieht, bin ich doch nicht richtig. Oder? Nee, da komme ich nicht durch. Da haben die Pflanzen zu sehr gewuchert. Mist, dann muss ich doch wieder nach oben. Kein Problem, kein Problem. Er ist Edward, er zeigt uns schon den Weg. Nicht wahr? Nur... Okay, ich werde doch von unten wieder starten müssen. Das wird so nichts. Es sei denn, ich möchte Edward wehtun. Dann einmal schön Schwung holen. Hier rüber. Genau. Ich habe ja schon irgendwas... ja, kann man sagen, flimmern hören? Schon irgendwie. Ich habe ja irgendwas gehört. Hoch da mit Edward der Dicke. Genau. So. Und dann schön wieder hier rüber springen. Genau. Und einmal hier hochklettern. Währenddessen kratze ich mich ein bisschen am Mund. Das Spiel stockelt ein bisschen, aber ich hoffe, das ist... was heißt hoffe? Ich weiß noch nicht mal warum. Aber... Ich höre es doch funkeln. Die Frage ist natürlich wieder, wo funkelt es? Und ich glaube... Na, da hoch, ja. Da komme ich lang. Jawohl, ja. Das habe ich nämlich, glaube ich, beim letzten Mal nicht gesehen. Und damit habe ich jetzt auch diese Truhe. Heiligermontur kann nun erstellt werden. Sehr schön. Wenn ich dann auf die Karte gucke... Wollte ich gar nicht nach hier hinten hinlaufen, aber okay. dann ist diese Truhe hier hinten jetzt endlich auch mal abgedeckt. Fehlen mir also noch 4 Truhen, eine Flasche und ein Shanty. Dann... Kletter doch mal wieder hier hoch, Edward. Genau. Schön. In Edward mal... Nein, 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 nein. Hängen lassen und hier rüber. Genau. Da kann ich mich nicht entsinnen, dass ich da beim letzten Mal auch war. Also werde ich es nicht gesehen gehabt, gehaben, getutet. So, und wieder schön hier hochklettern. Das kann Edward ja so schön. Edward der Affe, kann man ihn ja fast schon nennen. Und dann geht es wieder weiter mit uns hier. An der Klippe kam ich ja jetzt nicht wirklich weiter. Ich habe mich also doch in eine Sackgasse gelaufen. Muss ich nochmal ziemlich weit zurück, aber immerhin habe ich diese 2 Truhen eingesammelt. Ist ja... auch schon mal nicht schlecht. Und dann biege ich doch einfach mal hier ab, weil ich glaube, von hier kam ich nicht. So, einfach mal wieder schön hier weiterlaufen und ganz viel so sagen. Ich glaube, das tue ich ziemlich, ziemlich, ziemlich oft, dass ich, wenn ich hier irgendwas aufnehme, so sage. Mir passiert es andererseits auch ziemlich oft, das Wort schön zu benutzen. Jetzt nicht hier im spielerischen Sinne, also das hört sich auch gut an, im spielerischen Sinne. Wenn ich jetzt hier irgendwas für euch aufnehme, dann glaube ich, benutze ich das Wort schön nicht so oft. Okay, das kommt mir bekannt vor, bleibt bitte oben, Edward, dankeschön. Ja, das... war schmerzhaft. Definitiv war das schmerzhaft. Wo komme ich jetzt wieder raus? Ich schätze mal am Strand.
Ein bisschen laden, ein bisschen heilen, ein bisschen erwecken und es geht weiter.